Hallo Leute, ja, keine Vorschau mehr. Wir sind jetzt im Let's Play Train World. Folge Nummer 1 wird das sein. Wir werden jetzt die Karte auswählen und dann werden wir mal gucken, dass wir die erste Verbindung hinkriegen, ne? Also wir steigen ein ins neue Spiel, ihr schaut das Logo und dann sehen wir mal zu, welche Karte wir nehmen. So, dann haben wir hier jetzt diverse Karten, wovon mir zum Beispiel die ganz große hier unten schon mal gar nicht gefällt. Ja, das ist jetzt schwer, ne? Hier haben wir ein Atoll, Aureal Atoll, Aurelia Atoll, okay. Hat auch was bestimmt. Ist schon größer, ne? 50, 49 mal 49. Hier wäre so eine Bucht. Die unteren Skaten sind mir alle zu groß, erstmal für den Anfang. Siehst du mal maximal bis hier die 66er, obwohl diese reizt mich auf der anderen Seite auch wegen den Inseln hier unten, ne? Hier gibt es gar keinen. Doch, da gibt es tatsächlich eine Insel. Vielleicht sollten wir dieses nehmen. Komm, wir nehmen mal das Atoll. Schauen wir mal. So, dann sind wir hier. Okay, wir fangen hier im Westen an. Haben hier schon ein Städtchen. Baltimore. Baltimore ist was mit Passagieren, eine größere Stadt. Und die wollen hier überall hin, ne? Und das ist nicht angebunden. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir die anderen Orte hier anschließen erstmal. Louisville. Baltimore, Louisville. Spricht erstmal dafür. Hier ist die Linie 100%. WSD nehmen wir mal. Wir müssen nach Norden rausfahren. Ich fände aber hier diese Stelle ganz cool für den Bahnhof bauen. So, ich muss jetzt erst einmal klicken und dann kann ich hier klicken. Dann ist er gebaut. So, jetzt müssen wir noch nach oben nach Louisville hin. Wo ist denn das Städtchen jetzt hin? Ah, da. Okay, wir haben jetzt eine Linie. Vielleicht fährt man hier lang. Also ich glaube, drehen können wir den schon mal von per se aus, so rum. Hier würde ich ihn schon tatsächlich irgendwie so hinmachen wollen. Ist ja, glaube ich, ziemlich egal, wo der ist. Und jetzt ist das halt mit den Gleisen so eine Geschichte, ne? Hier haben wir schon starke Steigungen dann, ne? Das ist schon zu hoch. Hier haben wir irgendwie wieder einen Berg dann im Weg, ne? Das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wo unser Städtchen noch ist. Oh, das ist aber noch weit, ne? Hier ist unser Bahnhof. Den jetzt einfach so hier. Oh, das ist schon wieder schwierig, hier rauszukommen. Jetzt muss ich das Ende nur finden, ne? Schienenabschnitt zu lang, alles klar. Das ist ja auch schon doof. Auch schon wieder zu kurz. Wo ist das andere Ende jetzt? Da, gut. Da ist das Ende. Okay, das klappt nicht ganz dahin. Aber jetzt. So, jetzt haben wir schon mal den ersten Zug. Wir starten in Baltimore, würde ich sagen. Und gucken, dass wir hier noch einen Lokschuppen hinkriegen. Und nochmal die Gleise her. Mach ruhig beide Richtungen. Passt. Neuen Personenzug wollen wir haben. Zug bearbeiten. Okay. Es gibt nur den wohl. Und Passagiere können wir da dran hängen, ne? Aha, so geht's. Okay, hier sehen wir irgendwas mit Ausrufezeichen zeigen. Erhöhen Sie die Anzahl der Waggons. Okay, dann machen wir das natürlich. So ist es wohl effektiv. Na, dann machen wir es auch so.
Unsere erste Errungenschaft haben wir auch. Der Linie sind keine Bahnhöfe zugeordnet. Ja, dann machen wir jetzt mal. Baltimore nach. Ah, das ist auch eine Karte, ne? Wo ist das Städtchen da? Nach Louisville. Und immer schön im Kreis fahren. Und in Baltimore warten wir. Oder maximal laden. %50. Entladen, laden, passt. Hier machen wir nur 25%, weil das ein kleinerer Ort ist. Zack. Und fährt, oder? Ist ja äußerst schnell. So, da kann ich's bewegen. 0 von 126 Passagiere. Einer der schnellsten Loks, die wir haben. Fährt er jetzt gleich schneller, wenn er aus dem Ding ist? Ah, er kriegt langsam Fahrt. Es ist beschleunigungsmäßig wohl unterwegs. Aber hier stehen schon 11 Passagiere. Und die wollen nach Louisville. Und da sind sogar schon 12. Sieht so aus, als ob sich das schon mal etabliert hier. Sind die jetzt drinne? Ja. Und hier sind sie nicht drinne. Auch sehr gut. Lass mal einmal Vollgas fahren. Okay, vielleicht kommen noch irgendwelche Cowboys und dann fallen die Lok, ne? Ach, hier kann ich die Minikarte vergrößern. Das ist ja gut. Jetzt bringt's das. Aber das habe ich jetzt nicht zur Karte hingemacht. Und fährt erstmal relativ zügig dahin. Das erscheint mir schon mal gut zu sein. Allerdings die 50%, die ich da eingestellt habe, die haben schon mal nicht interessiert, ne? Erste Linie steht. Nur die Frage, wie viel Geld wir gleich einnehmen. Aber das sehen wir, wenn er am Bahnhof ankommt, weil dann steigt ja hier das oben drüber auf, oder? Geschwindigkeit, boah, 60 fährt er. Und wir sind schon da. Und was gibt's an Geld? 1300 und 6000 waren am Minus. Aber das, was ich ihm gesagt habe, zeige wegen, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier die Einstellung eigentlich haben. Nee. Details? Ja, hier war das. Ich hatte hier doch eigentlich eingestellt, dass der 50% Passagiere haben soll und da 25, oder? Vertue ich mich da. Folgen ist klar, ja, bringt mir nichts. Hier stehen schon mal 18 Passagiere. Achso, wir können mal gerade gucken, wie wir stehen in Louisville. Ach, da stehen sogar schon 19. Das ist also nicht schlecht vielleicht. So, was haben wir noch für Ortschaften? Wir haben hier oben noch ein Örtchen. Vielleicht können wir das auch noch anschließen. Aber Memphis machen wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich, oder? Was haben wir hier oben noch? Ich brauche noch Forschung, fällt mir gerade so ein. Aber da können wir noch nichts forschen, ne? Das ist, was wir haben. Als nächstes müsste diese Lok kommen, aber dafür brauchen wir mehr Punkte. Punkte pro Minute 0,4. Okay. Preis 100. Das heißt, das wird ewig dauern, bis wir da ankommen, oder was? Okay, das ist natürlich heavy. Aber vielleicht gibt es ja mit mehr Zügen auch mehr Punkte. Das müssen wir mal gucken. Hier sind 3,7. Ja, das sind unsere Ausgaben. Kann man die bereinigen auf. Oh, Instandhaltung kostet 6.000. Passagiere haben wir. Okay, ist ein neuer Monat angefangen. Tja. Wie kann man Darlehen kriegen? Okay. Das ist unser Geld und das ist das, was. Ja, das haben wir noch. Steuerspanne 16 Millionen, okay. Bin ich gespannt. Forschung funktioniert nicht. Jetzt müsste man erstmal gucken, ja, wie man den zweiten Ort anschließt. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt, damit ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.